Ich zeige, wie man eine Winkelhalbierende mit dem Zirkel und dem Geodreieck konstruiert. Wir starten mit einem Winkel. Ich zeichne mal einen beliebigen Winkel ein. Es gibt also hier jetzt diesen Winkel Alpha und ich bin auf der Suche nach einer Linie, die Alpha genau halbiert. Ihr müsst also hier ungefähr liegen. Die Strategie ist so. Ich trage mit dem Zirkel einen Kreisbogen ab. So, hier habe ich jetzt zwei Schnittpunkte und diese beiden Schnittpunkte sind die Endpunkte einer gedachten Strecke, von der ich jetzt wiederum den Mittelpunkt finde, beziehungsweise die Mittelsenkrechte. Ich brauche also jetzt, ich kann also den etwas kleiner machen, den Zirkel, ich zeichne zwei Kreisbögen ein, indem ich genau in diese Schnittpunkte einsteche und den Zirkel nicht verändere. Und ich bekomme jetzt hier wieder zwei Schnittpunkte. Ein Schnittpunkt hier und ein Schnittpunkt hier, der beiden Kreisbögen. Wenn ich diese beiden Schnittpunkte verbinde, erhalte ich eine Linie, die den Winkel Alpha genau halbiert. Diese Linie ist die Winkelhalbierende. Von Alpha.